unser Otto bekommt ein Dachzelt, damit wir heute gleich aufs Dachzeltfestival fahren können und natürlich mit dem Dachzelt da sind. Okay, das hat ja jetzt schon mal ganz gut geklappt und wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr doll, heute Nacht auf dem Dachzeltfestival das erste Mal in dem Zelt zu schlafen. Schönen guten Abend, wir sind endlich angekommen auf dem Dachzeltfestival hier auf der Camp Area. Der Grill ist schon angeschmissen, es sind auch schon viele Leute da, unter anderem der Manu von Schalldose und Mowgli mit seinem Balu und natürlich die alten Bekannten von der Abenteuer und Allrad, Step-by-Step-Traveler. Und Patrick und Natascha von Patascha's World. Genau, und viele, viele mehr. Andere Leute. Also ziemlich coole Truppe hier und jetzt haben wir heute Abend mal ein bisschen Zeit, um uns alle kennenzulernen und morgen kommen dann alle Leute und wir glauben, es wird richtig, richtig cool. Wir sind hier auch direkt neben dem Ausstellergelände und am großen Lagerfeuer, also richtig mittendrin im Geschehen. Ja, wir berichten auf jeden Fall fleißig von hier und hoffen, ihr habt Spaß dabei. Bis nachher. Ah. Hallo! Ich wollte einfach ganz kurz nochmal eben Hallo sagen und sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr heute schon so wahnsinnig zahlreich hier erschienen seid. Beim Dachzeltfestival 2018. Und freue mich jetzt auf einen gemütlichen Abend. Auf den ersten Abend von insgesamt dreien. Den Abend wird heute Joe einleiten. Der Joe, der mit seinem Traveling Piano um die Welt reist. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon von unserem ersten Dachzelt-Nomaden-Treffen, was wir letztes Jahr im September hatten. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Dachzeltfestival. Es ist Tag 2 angebrochen und es ist am Regnen. Ein bisschen. Der Manu von der Schalldose, einige von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Ja, wir sind hier im Bloggercamp und wir versinken noch nicht ganz im Wasser. Bin mal gespannt, was wir aus dem Wetter so machen können. Wir
drehen jetzt auch noch mal eine Runde über den Campingplatz hier auf dem Dachzeltfestival und zeigen euch mal, was hier für verrückte Sachen rumstehen. Ja, was geht? Hey. Ja, nice. Schaut mal, wen wir hier gefunden haben. Das ist der Lars von HowTube. Moin. Wenn ihr mal seinen Kanal auschecken wollt, dann verlinken wir den mal, glaub, hier oben. Da oder da unten. Genau, er macht ganz coole Videos auch auf Englisch. Und das letzte war, glaube ich, aus Südafrika. Genau, Südafrika, Mexiko, Madagaskar. Ja, wir waren mal 9 Monate unterwegs. 9 Monate, 9 Länder, aber ohne Camper. Genau, und da geben wir Tipps. Ja. Ja. Also, genau. Guckt mal rein. Guckt rein und ich schaue bei euch vorbei und ihr nehmt mal euer Auto für mich auseinander. Ja, machen wir. Ja, alles klar. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Bis später. Ne? Ja, hier trifft man auch den einen oder anderen Vlogger, Blogger. Ist auf jeden Fall ganz cool, alle Leute auch mal so persönlich kennenzulernen. Und hier auf dem Dachzeltfestival gibt es ganz, ganz viele richtig außergewöhnliche Gefährte und auch Leute mit ausgefallenen Lebenskonzepten. Und wir stellen euch jetzt mal ein paar von denen vor. Ja, warum haben wir den Wagen so ausgebaut? Also zum einen, ich fahre das Auto, ich habe noch so einen Wagen, den fahre ich im Alltag. Und es ist halt ein unglaublich kleines, praktisches Auto, günstig im Unterhalt. Und irgendwann bin ich aufgrund meines Alltagsfahrzeugs darauf gekommen, man könnte da einen Camper draus bauen. Und so fing das an. Und dann haben wir einen zweiten Wagen gekauft, haben die Rücksitze rausgenommen. Und angefangen. Dachzelt, klar, irgendwo muss man schlafen. Mir war immer wichtig, auch einen festen Wohnraum zu haben. Für schlechtes Wetter, dass man drin sitzen kann. Das ist genau für unsere Bedürfnisse ausreichend. Für so Wochenendtrips, Fernreisen machen wir jetzt eher nicht. Man ist halt super flexibel mit diesem kleinen Auto. Man kommt in Parkhäuser rein. Er ist nicht höher wie 2 Meter, wenn das zusammengeklappt ist. Man kann auf normalen Pkw-Parkplätzen parken. Und es ist trotzdem, es ist völlig autark. Wir haben fließend Wasser, wir haben eine Toilette an Bord, wir haben eine kleine Kühlbox. Es ist ein vollwertiges Wohnmobil, nur halt eben alles kleiner. 2 Spirituskocher haben wir. Weil es für 5 Liter Kanister keine richtige, vernünftige Wasserpumpe gibt, ist hier, das ist aus dem Bootszubehör, in kleinen Jollen ist das zum Beispiel verbaut. So ein manueller Wasserhahn, ja. 5 Liter Frischwasser, 2 Liter Abwasser. Das ist alles drin. Und das ist meines Wissens nach die kleinste Kühlbox, die es auf dem Markt gibt. Niemand aufmacht. Diese Moment leer. Es ist natürlich. Ja, aber ich meine 2 Dosen Bier. Das also das ist für 2 Dosen Bier ist es und ein Joghurt und ein Päckchen Wurst. Genau. Jetzt ist es ja heute nicht so furchtbar warm. Also man muss das Bier nicht kühlen. Und ihr seid mit Hund unterwegs, richtig? Mit 2 Hunden, ja. Mit 2 Hunden. Das ist eine ältere Dame, die hat es ja gerne gemütlich. Achso, genau. Ein totales Highlight ist, die Reserveradmulde ist halt auch noch als Stauraum.
Man muss halt so ein bisschen kreativ sein. Man muss seine Sachen natürlich irgendwo unterbringen. Letztes Jahr hatten wir 25 Übernachtungen hier drin. So immer mal so Wochenende oder dann im Sommer halt 10 Tage, klar. Ich führe da immer so eine Strichliste. Das ist einfach richtig cool. Ich meine, man sieht ja viele kleine Autos hier mit einem Dachzelt drauf, aber dann ein richtiger Ausbau und alles so völlig durchdacht mit einer Toilette in so einem winzigen Auto. Also das ist wirklich schon ziemlich cool. Ja, das waren mal hier ein paar Eindrücke von der Camp Area auf dem Dachzeltfestival. Schon abgefahren, womit die Leute campen, fahren und wie man sich tatsächlich auch minimieren kann. Was da geht denn für Klo? Habt ihr Garten? Was? Ja, wir haben den Garten. Alles gut. Ist das zugesperrt? Er ist sturfrei in Balu. Ja, und in Balu. Warte, ich bin hier. Jetzt kriegt Platz an. Jetzt alle raus. Jeder nimmt sich noch ein Souvenir mit. Jeder packt den anderen. Einer der letzten, die da noch drin sind. Was eine Nacht. So, jetzt geht endlich die Tombola los und wir sind schon ganz gespannt, ob wir was gewinnen, denn wir haben uns zwei Lose gekauft. Und mal gucken. Die Dachzeltnomaden überreichen jetzt also dem Kinderhospiz diese 7.587,91 €. Vielen lieben Dank an euch alle. So Leute, das Dachzeltfestival neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben schon fast zusammengepackt. Wir hatten eine unfassbar tolle Zeit. Das war wirklich wie ein kleiner Urlaub. Es ist unglaublich, wie viele tolerante, freundliche, offene Menschen hier auf einem Haufen zusammengekommen sind. Ganz egal, ob jetzt hier vom Team oder auch einfach Besucher. Es war toll, hier so einen Treffpunkt zu haben an dem Lagerfeuer. Und ganz besonders hat es uns gefreut, dass einige von euch vorbeigekommen sind und uns hier besucht haben. Also für uns ist es immer noch unfassbar, dass Leute unsere Videos schauen, dass ihr unsere Videos schaut und dann extra herkommt. Wir haben uns sehr, sehr, sehr über jeden Einzelnen von euch gefreut. Und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der jetzt neu dazugekommen ist. Also herzlich willkommen erstmal und freut uns sehr. Und ja, wenn ihr dabei bleiben wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und nicht vergessen, das haben wir nämlich von Patascha gelernt, die Glocke unten drücken. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben und dann könnt ihr direkt mit dabei sein. Ja, und wenn euch das Video oder das Dachzeltfestival oder sogar beides gefallen hat, dann drückt doch gerne auf den Daumen nach oben. Genau. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.